Musikantenscheune aus dem Brandenburger Land, Musikantenscheune zwischen Wiese, Wald und Sand, Musikanten, gute Laune und wir laden alle ein, musikalisch hier mit uns vergnügt zu sein. Musikantenscheune hier im Brandenburger Land, Musikantenscheune zwischen Wiesen, Wald und Sand, Musikanten, viele Gäste kommen heute auf unseren Hof. Musikanten, tolle Stimmung, heute ist Schwung. Fühlt euch wie zu Hause hier in unserer Klause. Gibt es keinen Stress mehr, denn das ist nicht schwer. Mit Schunkeln, Klatschen, Singen, wenn die Lieder klingen, hört dem Steine Kuh zu, macht sie nur noch Mu, Mu, Mu. Musikantenscheune, so im Brandenburger Land, Musikantenscheune zwischen Wiese, Wald und Sand. Musikanten, liebe Gäste, kommen heute auf unseren Hof. Musikantenscheune, hier ist heute Schwung. Musikantenscheune aus dem Brandenburger Land, Musikantenscheune zwischen Wiese, Wald und Sand. Musikanten, gute Laune und wir laden alle ein. Musikantenscheune, schauen Sie doch mal rein. Musikantenscheune, schauen Sie doch mal rein. Guten Abend und willkommen, liebe Zuschauer, in der Musikantenscheune. Hallo. Wie überall auf dem Lande haben wir jetzt auch hier in Brandenburg die fröhliche Zeit der Kirchweih- und Erntedankfeste. Eine alte märkische Bauernregel sagt, die Kirmes ist um St. Michaelis am schönsten. Und das ist der 29. September. Es war früher übrigens ausgerechnet der Tag, an dem das gemeine Volk seine Steuern und Abgaben zahlen musste. Der Herrschaft wurde so ein Erntekranz überreicht und dazu gab es quasi eine gereimte Steuererklärung. Sowas ist uns aus der Gegend von Brandenburg und Luckau überliefert. Der Schweiß der Arbeit ging sehr weit, ach täten wir es gern. Wir taten's nur aus Schuldigkeit für unseren gnädigen Herrn. Dann erbitte ich eine Tonne Bier, der erste Trunk gehöret mir. Und eine Kanne Branntwein, dann wollen wir alle lustig sein. Ja, so lustig ist es heute auf dem Finanzamt ja nun nicht mehr. Aber damals hat das ganze Dorf gesungen, gelacht, geliebt und getanzt. Zum Beispiel eine zünftige Polka nach der anderen. Genau wie jetzt in der Musikantenscheune mit einem der erfolgreichsten und beliebtesten Sänger diesseits der Elbe, Roland Neudert. Und zum Tanz im Walde spielt sie Stück für Stück. Hirsch und Rehe lauschen bei der Blasmusik. Denn so herrlich, ja so herrlich klingt die Blasmusik. Denn so herrlich, ja so herrlich ist das Sommerglück. Wenn ich Trompeter wär, ich würde blasen den ganzen Tag, von früh bis in die Nacht. Und wär es noch so schwer, ich würde blasen, weil dieses Spiel so vielen Freude macht. Weil ich nicht blasen kann, so muss ich singen auf manchen Text, der niemandem gefällt. Doch der Trompetenton, wäre klar,
mir da. Komm, lass dich küssen. Du musst wissen, dass ich dich von Herzen liebe, wie die Sterne aus weiter Ferne. Strahl uns das Glück dann zu zweit, Marianka, wann wirst du mein? Sagt schon ein Sprichwort. Nun ja, da ist was dran, das gilt für Frau und Mann. Liebe hält jung, ich kann's beweisen. Ich hab noch Kraft für drei und bin außerdem noch frei. Dies und das, ach, das ist uralt. Kuss, Schluss und sonst noch was, das kennt jeder bald. Denn seit mehr als 1000 Jahren hat's ein jeder mal erfahren. Ganz ohne Liebe kann man nicht durchs Leben gehen. Hilft auch keine Reue, man fällt immer rein aufs Neue. Liebe, ja Liebe, die ist immer wieder schön. So, liebe Zuschauer, in der Scheunenküche wartet schon René Tümmel auf uns, zweiter Küchenchef des Hotels Residenz am Motzener See. Hallo, ich grüße dich. Guten Abend. Ja, René, wir kochen heute zur Abwechslung mal überhaupt nichts, sondern wir backen passend zum Erntedankfest ein Brot. Genau so ist es. Aber nicht wie sonst üblich zu diesem Anlass ein Erntedankbrot, sondern wir werden heute ein märkisches Landbrot zubereiten, und zwar ein märkisches Kartoffelbrot. Und was brauchen wir dazu? Ja, dazu brauchen wir natürlich zuerst mal Kartoffeln. Das ist selbstverständlich. Klar. Dann zwei Sorten Mehl, einmal normales Weizenmehl, einmal Roggenmehl, weil es ja ein dunkles Brot werden soll. Dazu brauchen wir dann noch Salz, Zucker, Hefe, Sauerteig, Wasser und natürlich die Kartoffeln, wie schon gesagt, und den Majoran. Ich habe hier schon mal das Mehl vorbereitet, das heißt, wir haben das Mehl gemischt und gesiebt, damit sich nachher bei der Teigbereitung keine Klumpen bilden. Wir werden dann die Hefe in die Mitte des Mehles geben, in eine kleine Mulde, und mit etwas Wasser einen Vorteig herstellen. Ja, aber etwas ganz Wichtiges fehlt uns noch, nämlich unser musikalischer Beikoch. Oder besser gesagt, Köchin. Hallo und guten Abend, Stefanie Hertel. Und wenn du sagst, ich komm bald zurück, war ich schon heute auf den Augenblick. Von dir allein, immer wieder Sehnsucht sagt, muss das sein. Ich möchte am liebsten bei dir sein, wo du auch bist, weil es bei dir doch am schönsten ist. Komm zu uns. Hallöchen. Grüß dich, Stefanie. Hallo. Du kommst aus Oelsnitz im Vogtland und dort kann man ja wunderbar kochen und backen. Du auch? Naja, so ein bisschen. Ich probiere immer noch. Das ist doch gut. Also probieren ist doch auch wunderbar. Ja. Sag mal, wer ist denn bei euch zu Hause jetzt der Chefkoch oder der Bäcker? Naja, das ist eigentlich ganz einfach und ganz klar, denn meine Mutti ist gelernte Köchin und die ist natürlich dann der Chefkoch. Aber nicht nur meine Mutti, sondern eigentlich die halbe Familie kocht.
Meine Schwester ist Köchin, meine Omi, meine Schwägerin, also die halbe Familie sind Köchin. René, was soll denn Stefanie heute hier in unserer Küche so machen? Ach, wir haben reichlich zu tun. Ich bin froh, dass ich noch eine Küchenhilfe bekommen habe. Alleine wäre das ziemlich eng geworden in der kurzen Sendezeit. Ja, die Stefanie kann mir beim Schälen der Kartoffeln und beim Schneiden helfen. Mhm. Das hast du schon gemacht, Kartoffelschälen. Ja, doch. Cool. Ja, und natürlich soll sie auch singen. Denn der Mensch lebt schließlich nicht vom Brot allein. Es gibt da ja auch noch ein paar andere Dinge. Die Liebe, die Musik und ein paar gute Freunde. Es ist gut, dass es Freunde gibt. Stefanie Hertel. Es macht immer Spaß, bei Freunden zu sein. Wer Freunde hat, ist nicht allein. Zu wissen, es gibt sie, sie halten zu dir, auch wenn die Sonne nicht scheint. Manchmal, da braucht jeder irgendwie, dem er von Herzen vertraut, der dich nicht lange fragt, was du bist, was du hast und dir kleine der Heimat von Arnold Schwarzenegger, also aus der Steiermark, aber sie verträgt sich auch ganz gut mit einem Erntedankspruch, der hier bei uns im Oderbruch zu Hause ist. Dieser Kranz ist nicht von Distel und Dornen, sondern er ist von Blumen und Kornen. Nun eine Tonne Bier auf den Bock, die Musik, die Männer und die Frauen leben hoch.
lasst uns von Gott freuen und fröhlich sein. Ihr lieben Gäste, stimmt alle mit ein. In diesem Sinne, sowieso Summerfroh. Na, viel Spaß mit den Edelseern. Sowieso Summerfroh, sowieso Summermunter, sowieso noch mal gern schwimmen oben gehen mit unter. Sowieso Summerfroh, weil es frings immer noch Sun-okay, Sun-okay, net K.O., net K.O., Summerfroh, Summerfroh, sowieso. Grantig sein bringt gar nichts, schon ist um die Zeit. Locker, lässig, lustig macht da jeder doch mehr Freit. Sonn im Herz ist super, hey, die Welt ist rund. Und das ist zum Feiern doch ein Grund. Der Pfarrer und der Doktor, ah, der Lehrer sagt es gern. Vom Müller und vom Huber und vom Meier kannst du's hören. Sowieso sind wir froh, sowieso sind wir munter, sowieso geh mal Gas, schwimmen oben, geh nicht unter. Sowieso sind wir froh, weil es bringt's immer noch. Sind okay, sind okay, nicht K.O., nicht K.O., sind wir froh, sind wir froh, sowieso. Alle dunklen Wolken ziehen einmal vorbei. Und nach Schnee und Glatteis kommt bestimmt wieder der Mai. Hast du vielleicht einen Kummer? Leg ein Musi auf. Sag zu deine Sorgen halt Pfeife drauf. Die Resi und die Rosi und die Susi Song ist wahr. Ein Tag voll guter Laune, der ist wunderbar. Sowieso sind wir froh, sowieso sind wir munter, sowieso geh mal Gas, schwimmen oben, geh nicht unter. Sowieso sind wir froh, weil es bringt's immer noch. Sind okay, sind okay, nicht K.O., nicht K.O., sind wir froh, sind wir froh, sowieso. Unser Bürgermeister und der Wirt wissen genau, die Fröhlichkeit, die bringt's bei Jung und Alt, bei Mann und Frau. Sowieso sind wir froh, sowieso sind wir munter, sowieso noch mal gern schwimmen oben, gehen nicht unter. Sowieso sind wir froh, weil es bringt's immer noch. Sind okay, sind okay, nicht K.O., nicht K.O., sind wir froh, sind wir froh, sowieso. Sun okay, sun okay, net K.O., net K.O., sun a fro, sun a fro, sowieso. Brot backen kann ein hartes Brot sein, wenn man jeden Morgen wann aufstehen muss? Um 2 Uhr. Um 2 Uhr. Ich darf Ihnen Günther und Elisabeth Vetter vorstellen. Herr Vetter ist nämlich Bäckermeister in Woltersdorf und oberster Chef der Brandenburger Bäcker- und Konditorinnung Germania. Erzählen Sie uns ein bisschen was von Ihrem täglich Brot. Wir backen gleich Brötchen, Brot, Kuchenware. Denn um 6 Uhr muss alles fertig sein, dass es ausgeliefert werden kann. In die Geschäfte, die Filialen und so weiter, dass der Kunde stets frische Ware hat. Und nun haben Sie ja so viel mitgebracht, jetzt wollen wir wirklich mal auf die einzelnen Brötchen oder erstmal auf dieses wunderschöne Bild, das ist ja ein Bild, eingehen. Was ist das für ein Brot? Ja, das machen wir jetzt auch als Erntedankbrot, passend zum Erntedankfest. Bisschen moderner, aber... Wieso moderner? Gab es auch ein unmodernes? Na, unmodern nicht, aber früher hat man halt eine andere Form genommen. Junge Menschen lieben heute das ein bisschen... Aha, also nur für die jungen Leute. Nein, das ist auch für alle, aber unsere Lehrlinge hatten das mal in dieser Art kreiert und wir haben die auch mal ruhig ein bisschen, nicht? Auch zum Beispiel hier dieser Brotkorb, das ist aus Weizenteig geflochten, haben wir auch unsere Lehrlinge machen lassen, mit den ganzen verschiedenen Brötchen. Das ist sehr schön, wenn man eine Party hat. Oder auch eine größere Festlichkeit oder ein kaltes Buffet. Man kann das sehr schön. Es sind Roggen- und Weizenbrötchen mit verschiedenen Bestreuungen. Es schmeckt lecker, es sieht lecker aus. Es rundet einfach jede Feier ab. In Deutschland werden ungefähr 300 verschiedene Brotsorten gebacken. Und das ist absolute Weltspitze. Zwischen einer Hamburger Schnitte, einer Berliner Stulle und einer sächsischen Bömme liegen allerdings auch Welten. In der Brotfrage ist die Nation in alle möglichen Geschmacksrichtungen gespalten. Da sind wir also je nach Herkunft ausgesprochen mäkelig.
Ja, so ist das. Die Geschmacksrichtungen, wie Sie es schon richtig sagten, sind sehr verschieden. Denn bei Brotprüfungen, die wir haben, alle Jahre werden von Nord nach West oder von Nord nach Süd doch bestimmte Verzehrgewohnheiten festgestellt. In den südlichen und westlichen Ländern hat man doch süß-weiße Teige und etwas faderen Geschmack, aber ich sage das für unsere Region, hier wird ein herzhaftes, kräftiges Sauerteigbrot bevorzugt und je dunkler, desto besser. Ihre Erinnerung wird ja in diesem Jahr 745 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sogar eine eigene Erinnerungsfahne, die haben Sie mitgebracht. Die haben wir mitgebracht. Die können wir da sehen. Seit 1990 neu gestickt und neu anfertigen lassen, ja, und 95 war eine große Fahnenweihe. Und die alte Bäckerlade, die steht da vorne. Steht auch hier vorne noch. Ja, was kommt da rein oder was war da drin? Ja, da sind die Lehrlingsbriefe drin, ein Siegel, ein Bäckersiegel, naja, und andere Utensilien, Erinnerungssatzungen etc., was eben alles so ein Obermeister eben drin zu verwahren hatte und sicher aufzuheben für seine Nachfolgerin. Also vielen Dank, Günther und Elisabeth Vetter, und dass der Brotkorb für Sie und Ihre Kollegen also nicht allzu hoch hängt. Vielen Dank. Dankeschön. Liebe Zuschauer, wir kommen zu einem frisch gebackenen Sieger. In diesem Jahr hat der junge Mann aus dem Schwarzwald schon einige Hitparaden gestürmt. Dazu braucht man Talent und Fleiß und natürlich ein kleines bisschen Glück. Ich denke, er hat auch einen Glücksbringer. Wahrscheinlich ein kleines Teufelchen. Herzlich willkommen in der Musikantenscheune, Rainer Kirsten. Weißt du noch, wie aufgeregt unsere Herzen hüpften, als wir dem Herrn Lehrer seine Schuhe zusammenknüpften? Aber auf den Mund gefallen, nein, das war er nicht. Hundertmal, ihr Lauser, schreibt ihr folgendes Gedicht. Ein kleines Teufelchen versteckt sich da in mir und will's heraus, dann schlüpft es durch die Hintertür. Wird es draußen aber frech und gemein, dann kommt ein Engelchen und fängt es wieder ein. Dem Schlawiner aber gleich die Flucht gelingt, weil der Engel gerade ein Halleluja singt. So geht's hin, so geht's her, doch das Spiel, es ist nicht fair, denn die Kanten hat das Teufelchen gezinkt. Ein kleines Teufelchen steckt wohl in uns allen. Dem, der das nicht zugibt, na, dem ist es halt entfallen. Klitzekleine Sünden haben droben kein Gewicht. Drum geh ich hier unten mit mir selber ins Gericht. Ein kleines Teufelchen versteckt sich da in mir und will's heraus, dann schlüpft es durch die Hintertür. Wird es draußen aber frech und gemein, dann kommt ein Engelchen und fängt es wieder ein. Dem Schlawiner aber gleich die Flucht gelingt, weil der Engel gerade ein Halleluja singt. So geht's hin, so geht's her, doch das Spiel, es ist nicht fair, denn die Karten hat das Teufelchen gezinkt. So geht's hin, so geht's her, doch das Spiel, es ist nicht fair, denn die Karten hat das Teufelchen gezinkt. Liebe Zuschauer, kennen Sie eigentlich die heimliche Hauptstadt der Volksmusik? Unser Diedersdorf hier ist noch nicht ganz so weit. Die singende, klingende Metropole liegt einstweilen noch in Oberbayern und heißt Reit im Winkel. Dort wurde eine musikalische Legende geboren. Sie haben es natürlich schon längst geschnaggelt, um wen es geht. Ich freue mich, dass die beiden mal wieder bei uns in der Scheune vorbeischauen. Hallo, wie geht's? Maria und Margot Helwig. Hallo, wie geht's? Schon lange nicht gesehen, warum mussten so viele Tage erst vergehen? Ich hab so manche
ist es dann so weit. Sagt, habt ihr auch manchmal an uns gedacht? Wisst ihr noch, wir haben gern und oft gelacht. Die Erinnerung bleibt für alle Zeit in uns. Doch wir hoffen sehr, auch ihr seid heute zu uns. Hallo, wie geht's? Schon lange nicht gesehen. Warum mussten so viele Tage erst vergehen? Ich hab so manches Mal daran gedacht, man müsste sich mal wiedersehen. Hallo, wie geht's? Schon lange nicht gesehen. Und ich habe mir gedacht, so kann's nicht heute gehen. Für gute Freunde hat man immer Zeit. Und heute ist es dann so weit. Hallo, wie geht's? Schon lange nicht gesehen. Warum mussten so viele Tage erst vergehen? Ich hab so manches Mal daran gedacht, man müsste sich mal wiedersehen. Man müsste sich mal wiedersehen. Und ihr beiden, wie geht es hier so unserem märkischen Kartoffelbrot? Nun, dank der tatkräftigen Unterstützung von Stefan, die sind wir schon ein gutes Stück vorangekommen. Sie sehen, liebe Zuschauer, wir haben die Kartoffeln schon in Würfel geschnitten, gekocht, hier mit dazugegeben, den Majoran gezupft. Wir verwenden natürlich frische Kräuter, weil das Aroma unvergleichlich besser ist als bei den getrockneten. Wir geben nun den Sauerteig dazu, der bei der Verwendung von Roggenmehl sehr wichtig ist. Also Hefe allein würde dort nicht ausreichen. Dann geben wir Salz dazu. Zucker und noch etwas Wasser und dann werden wir den Teig kneten. Der Teig muss dann noch circa eine Viertelstunde gehen, dann geben wir ihn in den Form, schneiden ihn ein, dass der Dampf entweichen kann, damit das Brot beim Backen nicht aufreißt, bestäuben wir es noch mit etwas Mehl und dann geht es ab in den Ofen. Ja, und was hat Stefanie jetzt wirklich gemacht? Stefanie hat die Kartoffeln geschnitten und aufgepasst, dass sie nicht zu weich werden, weil sonst würden sie ja zerfallen beim Kochen. Stefanie, du hast ja wirklich schon alle Ehrungen und Preise bekommen, also die eine Sängerin überhaupt kriegen kann. Und Anfang des Jahres gab es ja noch die Krone der Volksmusik. Und dann gab es noch einen ganz besonderen Orden. Das ist richtig. Ich habe also, das heißt, der Stefan und ich, wir haben gemeinsam den Orden wieder die Neidhammel bekommen. Das ist also ein Faschingsorden. Aber sag mal jetzt, gibt's den, weil man selbst überhaupt nicht neidisch ist oder weil vielleicht andere nicht so neidisch auf einen sind oder warum? Naja, eigentlich ist es so, der ist, soll für die öffentlichen oder für die Personen sein, die in der Öffentlichkeit stehen und soll diese also vor Neidern auch schützen. Wer hat denn den noch bekommen? Ja, zum Beispiel Helmut Kohl, Theo Weigel. Na, also zu beneiden sind die eigentlich auch nicht, im Gegensatz zu dir. Stefanie! Also, und René, ihr kümmert euch jetzt mal hier weiter ums liebe Brot und ich um unsere lieben Gäste. Meine Damen und Herren, auch wenn Stefanie im Vogtland zu Hause ist und Familie Hellwig in den Alpen, es stimmt nicht, dass gute Musikanten immer nur aus den Bergen kommen. Auch im kühlen Norden gibt es fröhliche Menschen, die mit ihren Liedern sehr erfolgreich sind. Zum Beispiel ein Duo aus dem Oldenburger Land. Da scheint vielleicht nicht ganz so oft die Sonne, aber diese beiden strahlen trotzdem unheimlich viel Wärme aus. Ihr Geheimnis? Musik bringt uns die Sonne. Hier sind Judith und Mel. Viele kleine Sorgen werden oft mal riesengroß. Dann stellen wir uns die Frage, wie werden wir sie los? Wir nähren unsere Instrumente, spielen uns die Sorgen fort. Musik bringt immer Freude, ganz egal an welchem Ort. Musik bringt uns die Sonne in unsere Herzen, bringt Menschen näher Stück für Stück. Ist es auch nur kurz, sind es nur Momente, so bringt sie uns doch etwas Lebensglück. Musik bringt uns die Sonne in unsere Herzen,
Musik bringt uns und auch anderen Glück. Hast du einmal Not oder hast du Sorgen? Bring dir Musik schnell die Freude zurück. Fehlt dir etwas, Liebe? Sei nicht traurig, du wirst sehen. Eines schönen Tages wird jemand vor dir stehen. Dann nimm ihn in die Arme, sing ein Lied und glaube mir. Mach alles mit Musik, dann fühlst auch du genau wie wir. Musik bringt uns die Sonne in unsere Herzen, bringt Menschen näher Stück für Stück. Ist es auch nur kurz, sind es nur Momente, so bringt sie uns doch etwas Lebensglück. Musik bringt uns die Sonne in unsere Herzen, Musik bringt uns und auch anderen Glück. Hast du einmal Not oder hast du Sorgen? Bring dir Musik schnell die Freude zurück. Musik bringt uns die Sonne in unsere Herzen, bringt Menschen näher Stück für Stück. Ist es auch nur kurz, sind es nur Momente, so bringt sie uns doch etwas Lebensglück. Musik bringt uns die Sonne in unsere Herzen, Musik bringt uns und auch anderen Glück. Hast du einmal Not oder hast du Sorgen? Bring dir Musik schnell die Freude zurück. Es duftet hier schon überall nach dem Brot, das Stefanie und René für uns backen. In Berlin und Umgebung sagt man ja, in der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Der ehrwürdige Goethe hat das Thema gute Zeiten, schlechte Zeiten natürlich viel ergreifender beschrieben als der schnoddrige Volksmund in Preußen. Wer nie sein Brot mit Tränen aß, wer nie die kummervollen Nächte auf seinem Bette weinend saß, der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Ja, vielleicht weiß man wirklich die schönen und manchmal auch ganz einfachen Dinge des Lebens erst richtig zu schätzen, wenn man sie mal nicht hat. Das folgende Lied erzählt von einer Glocke, die vom Glück singt, wenn man traurig ist, und die von der Heimat spricht, wenn man in der Fremde ist. La Campanella, Roland Neudert. Es klingt, wenn die Abendglocke singt. Hör, wie im Tal sich ihr Echo bricht tausendmal. Wenn alles schweigt und die Nacht herniedersteigt, dann hörst du, was La Campanella, die Abendglocke, dann sing für dich La Campanella, das schönste Lied auf der Welt. Sie singt vom Glück, dann wenn du traurig bist, und ziehst du fort, erzählt sie von der Heimat und dass dort er im Himmel ist, der dich bestimmt niemals
sind. Wenn die Abendglocke singt und hat dich dann la Campanella, die Abendglocke froh gemacht, dann klingt das Lied der Campanella ganz leise aus in der Nacht. Das märkische Kartoffelbrot ist fertig. Was gibt's dazu, Stefanie? René, flüssiges Brot vielleicht? Ja, warum nicht? Was passt denn besser zu so einem rustikalen Brot als Bier? Aber noch besser ist natürlich, wenn man es mit frischer Butter und Salz bestreicht und das auf das noch warme Brot und das dann rösten kann. Bitte schön, probiert doch mal. Das sollen wir jetzt essen? Ja, also ich warte noch einen Moment. Ich sag jetzt erstmal vielen Dank, René Tümmel. War sehr schön mit dir. Stefanie, und du hast ja jetzt sicher schon auf die Frage gewartet, aber ich frag dich nicht, wie es weitergeht mit dir und Stefan. Ich sag's aber trotzdem. Ja? Und zwar, wir gehen jetzt Ende Oktober auf große Deutschland-Tournee. Wir sind also in ganz Deutschland unterwegs. Mit dabei ist auch mein Papi, die Oderländer Musikanten werden uns begleiten. Wir gehen also auf eine Herbsttournee, dann im Dezember nochmal Weihnachten und es wird bestimmt eine ganz tolle Sache. Das glaube ich auch. Toi, toi, toi. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall seid ihr möglichst viel zu sammeln, so oft es irgendwie geht. Und heute hat es ja hier auch wieder geklappt. Das hat der Himmel gut gemacht. Ja. Stefanie Hertel und Stefan Moss. Sterne in der Nacht. Der Himmel freut sich, wenn er sieht. Wir haben uns von Herzen lieb. Ich war
Ernte Dank, liebe Zuschauer. Das heißt hierzulande auch, dass man nach der Ernte auf den Feldern immer ein paar Halme stehen lässt. Gewissermaßen, um sich die guten Geister auch für die Zukunft gewogen zu machen. Unsere musikalische Ernte ist eingebracht. Aber auch wir haben noch ein kleines bisschen übrig gelassen, nämlich unser Scheunenlied. Seien Sie uns bitte weiterhin gewogen. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage vielen Dank, auf Wiedersehen in der Musikantenscheune aus dem Brandenburger Land. Musikantenscheune zwischen Wiese, Wald und Sand. Musikanten, viele Gäste kamen hier auf unseren Hof. Musikanten, frohe Stimmung, heut' verschwoben. Musikantenscheune, hier im Brandenburger Land. Musikantenscheune, zwischen Wiese, Wald und Sand. Musikanten, liebe Gäste, vielen Dank, auf Wiedersehen. Wenn's am schönsten ist, dann sagt man, soll man gehen. Musikantenscheune, so im Brandenburger Land. Musikantenscheune, zwischen Wiese, Wald und Sand. Musikanten, liebe Gäste, hat es Ihnen Spaß gemacht? So wie uns, das wäre toll, sowas gedacht. Musikantenscheune aus dem Brandenburger Land. Musikantenscheune zwischen Wiese, Wald und Sand. Musikanten machen Laune und wir laden herzlich ein, auch beim nächsten Mal mit uns dabei zu sein. Musikantenscheune, schauen Sie wieder rein. Schauen Sie doch mal rein.